Hallo liebe Hungrige, heute bereiten wir eine Spaghetti Carbonara Variante zu, und zwar nach einem Rezept von Cornelia Poletto, die zwar eine deutsche Sterneköchin ist, sich aber sehr der italienischen Küche verschrieben hat. Warum gerade dieses Rezept? Das hat zusätzlich einen cineastischen Hintergrund, denn mit Antonio im Schmeckt's nicht findet die Erfolgskomödie Maria im Schmeckt's nicht eine Fortsetzung. Und bevor wir zu kochen beginnen, am Ende könnt ihr dann auch noch Kinokarten gewinnen, werfen wir einen kurzen Blick in den Film. Flitterwochen. Ja? Romantik pur. In den nächsten Tagen gibt es nur noch uns zwei. Amore mio! Stopp, Sie können hier nicht so einfach durchgehen. Wieso? Sie könnten ja eine Bombe an Bord schmuggeln. Ist in der Koffer. Sollen Sie zusammen? Ist meine Schwiegersohn. Hatte gebaut die Bombe. Ganz große Klasse, Antonio. Herzlichen Dank. Nach Maria ihm schmeckt's nicht kommt, Antonio ihm schmeckt's nicht. Aber ich schwöre, wenn du morgen kommst, dann ist dein Vater verschwunden. Das schaffst du nie. Ich will nur, dass wir mal gemeinsam festlegen, was jeder möchte. Ich möchte, dass mein Vater im Erdboden verschwindet. Hm? Yeah! Antonio ihm schmeckt's nicht. Ich denke, das wird wieder sehr lustig. Doch wir wenden uns jetzt erstmal diesem leckeren Rezept zu. Und wir brauchen dafür Hartweizenspaghetti, Butter, eine Knoblauchzehe, 3 Eier, einige Stiele Petersilie, Pfeffer und Salz und 2 Käsesorten, nämlich Pecorino und Parmesan. Die schmecken zwar ähnlich, sind aber keinesfalls identisch. Und wir brauchen noch Pancetta. Das ist italienisches geräuchertes Bauchfleisch, könntet ihr gegebenenfalls durch mild geräucherten Speck ersetzen. Wir beginnen mit Vorbereitungsarbeiten. Die Knoblauchzehe wird geschält und Pancetta in kleine Stücke geschnitten. Wir geben die Spaghetti in kochendes, reichlich gesalzenes Wasser und kochen sie al dente. In eine tiefe Pfanne geben wir die Butter, erhitzen diese, geben dann den klein geschnittenen Pancetta hinein, ebenso die geschälte Knoblauchzehe, und dann wird langsam knusprig ausgebraten, immer mal wieder durchrühren dabei. Und während so vor sich hingebrutzelt wird, möchte ich auf meine heutige Kooperationspartnerin hinweisen, nämlich Chrissy vom Kanal Amerikanisch Kochen. Ist euch sicherlich hinlänglich bekannt, bereitet ja auf ihren Kanälen wunderbare Gerichte zu. Und da der Film größtenteils in New York spielt, haben wir uns darauf verständigt, dass es bei mir eben diese italienische und bei ihr eine leckere amerikanische Pasta-Variante gibt. Also schaut euch unbedingt ihr Video an, es ist von hier aus am Ende und in der Infobox verlinkt. So, knusprig genug. Nun geben wir in eine Schüssel die 3 Eier, verschlagen diese, am besten eben mit dem Schneebesen, würzen mit etwas Salz und reichlich Pfeffer und geben nun auch den Käse hinzu, der sich, wenn ihr genau hinseht, auch farblich ein kleines bisschen voneinander unterscheidet. Rechts der Pecorino ist etwas heller als der Parmesan. Beide Sorten also hineingeben und dann alles gründlich miteinander verrühren. Dann hacken oder schneiden wir die Petersilie sehr fein. Ich nehme meine geliebte Kräuterschere dafür. Und geben nun in die Pfanne die Spaghetti mit hinein. Anschließend gießen wir die gewürzte Ei-Käse-Mischung darüber, bestreuen alles mit der gehackten Petersilie, schmecken nochmals mit Salz und Pfeffer ab und vermengen dann alles gründlich miteinander, macht sich gut mit 2 Gabeln und dann darf gegessen werden. Ich empfehle zusätzlich noch ein bisschen Parmesankäse darüber zu streuen. Wirklich eine sehr, sehr leckere Variante der Spaghetti Carbonara. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Aber halt, ihr könnt ja noch was gewinnen. Und zwar 3x2 Kinotickets. Und dazu müsst ihr die Antwort auf folgende Frage an info@esslust-blog.de schicken. Steht auch nochmal in der Infobox. Welche 2 Käsesorten verwendet Chrissy von Amerikanisch Kochen bei ihrem heutigen Rezept? Dazu müsst ihr euch natürlich ihr Video anschauen, von hier aus also verlinkt. Und falls ihr vielleicht doch lieber ein Spaghettibrot backen möchtet, dann habt ihr hier dazu auch die Gelegenheit. Und, falls noch nicht geschehen, ich freue mich natürlich sehr über euer Abo. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.